Herzlich willkommen zum nächsten Arnold-Tutorial. Dieses Mal soll es um Shader gehen. Mein Name ist Helge Maus von der Firma Pixeltrain. Wie gesagt, wir wollen uns in diesem Tutorial die Shader von Arnold etwas näher anschauen, wie Arnold mit Material umgeht. Und dabei kann ich natürlich nicht auf alle Aspekte des Arnold-Shader-Systems eingehen, da wir einiges an Shadern innerhalb von Arnold haben und natürlich auch die Maya-Shader, jedenfalls viele, deren Feature auch unterstützt sind. Wir haben uns als Testprojekt hier eine sehr einfache Szene geöffnet und hier sind im Moment nur Maya-Shader eingesetzt worden. Das sind also alle Maya-Lambert-Shader hier auf diesen Objekten und zur Beleuchtung benutze ich einen Skydome hier von Arnold selbst. Und wie Sie sehen, wenn ich hier einfach mal ins Sampling gehe, habe ich sehr niedrige Sample-Einstellungen hier gewählt, um das Ganze während dem Capturing einigermaßen flott zu halten. Wenn wir nun ein APA hier schon mal starten, so sehen Sie, dass wir doch eine Grundbeleuchtung hergestellt haben und das Lambert-Material hier entsprechend nun auch diffus abgebildet wird. Um nun einen echten Arnold-Shader zu erzeugen, können Sie genauso vorgehen, wie Sie sonst im Maya auch vorgehen. Ich wähle mir hier zum Beispiel einfach mal den Boden aus und klicke mit der rechten Maustaste, kann jetzt hier unten Assign New Material wählen und Sie sehen in diesem Dialog, der sich nun öffnet, gibt es hier auf der linken Seite eine eigene Rubrik mit Arnold-Shadern. Diese Arnold-Shader hier sind für verschiedenste Aufgaben gedacht. Der Standard-Shader, den wir hier verwenden werden in diesem Tutorial, ist der AI Standard. Das ist sozusagen das fotorealistische Material, was wir für fast alles einsetzen. Es gibt aber für verschiedene Spezialaufgaben, wie zum Beispiel für Haut, noch eigene Shader. Hier haben wir zum Beispiel AI Skin und eine AI Skin mit Subsurface Scattering. Dabei sei gesagt, dass Subsurface Scattering innerhalb von Arnold komplett geraytraced wird und dementsprechend auch gute Ergebnisse liefert. Wir haben dann Spezialmaterialien wie zum Beispiel den Shadow Catcher oder hier unten den AI Wireframe, der die Topologie von Objekten als Wireframe-Rendering abbildet. Genauso haben wir hier für Haare nochmal ein eigenes Material. Das Haarsystem von Maya wird ebenfalls unterstützt. Arnold ist auch in der Lage, Splines und Partikel zu rendern. Aber dazu später einmal in fortgeschrittenen Tutorials. Und wir haben hier oben noch einen Ambient Occlusion Shader. Soweit also zur Übersicht hier. Wir vergeben jetzt hier einen AI Standard und Sie sehen, wir bekommen hier also entsprechend die Zuweisung nun und hier dann die Optionen für unseren Shader selbst. Benennen wir diesen Shader auch einfach noch schnell. Ich nenne diesen einfach mal Tischplatte. So, dass wir diese Shader nachher ein bisschen auseinanderhalten können. Voilà. Und als nächstes vergeben wir dieser Dose hier vielleicht auch noch einen eigenen Shader. Also gehen wir nochmal hier hinein, holen uns wieder einen Arnold-Shader, AI Standard. Und diesen Shader wiederum können wir dann einfach Dosen nennen. Somit haben wir also zwei Shader verwendet und diese beiden hier hinten, den können wir dann eben das bereits bestehende Dosenmaterial dann auch schon mal zuweisen. Beginnen wir nun hier einfach mit dieser Dose hier, wechseln wir hier in unsere Arnold Shader und ziehen das Ganze hier mal etwas auf. Sie sehen, vom Grundkonzept her ist der Shader sehr ähnlich wie Shader, die Sie zum Beispiel aus Mantle Ray oder V-Ray kennen. Wir haben hier oben einen Diffusanteil, also für diffuse Reflexionen, für das Streulicht, was auf der Oberfläche erzeugt wird. Wir haben hier eine Farbe und eine Weight. Eine Weight legt innerhalb von Arnold fest, wie viel davon ja, reflektiert wird letztlich. Und Sie sehen, dass wir zwar eine weiße Farbe haben, diese aber nicht komplett reflektieren, sondern nur mit etwa 70%. Das ist auch sehr sinnvoll, dass Sie gerade bei physikalischen Materialien innerhalb von gewissen Grenzen bleiben. Es macht physikalisch betrachtet keinen Sinn, wenn ein Material zu hell und zu viel Licht reflektiert. Darunter befindet sich die Roughness, also wie diffus eine Oberfläche ist. Und um sich das Ganze anzuschauen, können wir vielleicht hier einfach mal unseren IPR öffnen, ein bisschen hier zur Seite schaffen. So, dass wir das etwas besser sehen können. Und nun können wir hier, wie gesagt, an der Roughness arbeiten, um mehr Licht zu streuen. Sie sehen, das Grunderscheinungsbild der Oberfläche wird eben etwas dunkler, weniger brillant, weil jetzt, wie gesagt, mehr Licht gestreut wird und damit eben die Rauheit der Oberfläche simuliert wird.
Die nächste Option, die wir haben, ist das Backlight. Und das ist eine sehr interessante und auch spannende Geschichte für Objekte, die eben halb durchlässig sind. Ein Beispiel dazu wäre, wir hätten zum Beispiel ein Insekt auf einem Blatt und wir filmen das Ganze von unten und wir sehen also den Schatten des Insektes auf der Oberfläche oder wir haben eine Papierwand oder etwas Ähnliches. Ich möchte das Ganze hier ganz kurz mal demonstrieren, indem ich hier eine Ebene anlege. Wir haben hier hinten ein sehr starkes Fenster und wir können diese Ebene vielleicht hier einfach mal vor diese Dosen ziehen. Ich skaliere die entsprechend mal hoch und drehe diese Ebene hier mal. Und wir positionieren diese Ebene, wie gesagt, so als Blocker hier hinter die Dosen. Nun können wir auch hier wieder ein Arnold-Material vergeben. Das heißt, ich gehe also wieder hinein. Wir vergeben wieder einen eigenen Shader. Und diesen Shader können wir zum Beispiel mal Papier nennen. Und in diesem setzen wir jetzt hier zuerst einmal eine diffuse Reflexion ein. Das heißt, wir suchen uns hier zum Beispiel mal so ein leichtes Braun, wie für ein Papiermaterial vielleicht. Das können wir jetzt also auch schon mal anrendern. Sie sehen jetzt, blockt natürlich dieses Papiermaterial hier alles ab, was hier auf der anderen Seite sichtbar ist. Wir können vielleicht das Ganze noch ein bisschen mehr sättigen und dafür noch ein Stück heller machen, da wir ja in der Weight genug herausnehmen. Und nun können wir eben ins Backlighting gehen und diesen Wert entsprechend nun erhöhen. Und was Sie bereits jetzt hier schon beim ersten Anrendern sehen, ist hier unten dieser Schattenbereich nun. Sie sehen also, dass der Schatten der Dose, der hier auf der Rückseite normalerweise auftritt, dass dieser nun durch diese Oberfläche durchtransportiert wird und hier eben auf der anderen Seite diese Verschattung hier herstellt. Somit können Sie also mit wenig Aufwand satinierte Scheiben oder wie gesagt Papier und ähnliche halbdurchlässige Oberflächen simulieren. Schauen wir weiter in unseren Materialien. Wir wählen also hier wieder unsere Dose aus und wählen hier den entsprechenden Shader. Wir haben als nächstes hier den Specular-Anteil. Und ähnlich wie in anderen sehr fotorealistisch arbeitenden Renderern, wie zum Beispiel V-Ray, ist der Specular-Anteil hier zum einen natürlich dafür zuständig, Glanzlichter zu erzeugen, aber diese sind ja in Wirklichkeit Reflexionen von real existierenden Lichtquellen und genauso wird es also hier gehandhabt. Das heißt, sobald wir die Weight hier entsprechend erhöhen, Sie erinnern sich, die Weight ist also wie viel wir davon haben wollen, so sehen Sie, dass Sie hier jetzt also schon erste Glanzlichter bekommen, aber dass Sie auch erste Reflexionen der Umgebung darin sehen. Wie weich diese Glanzlichter sind, wird über eine Roughness hier gesteuert. Das bedeutet, wollen Sie also eine sehr, sehr gute Spiegelung haben, so ziehen Sie diesen Roughness-Wert entsprechend herunter und so sehen Sie jetzt also wirklich, dass hier Speculars, also Glanzlichter in Wirklichkeit, also echte Reflexionen sind, die Sie eingesetzt haben. Nur, dass diese natürlich wie in der Realität in den meisten Fällen eben nicht so gut sind, einen entsprechenden Glossy-Anteil haben und dementsprechend können wir also jetzt hier die Roughness entsprechend hochregeln, um das Ganze hier weicher zu erzeugen. Die Lichtquellen selbst sind dann entsprechend natürlich auch sichtbar. Nun gibt es noch hier zwei verschiedene BRDF-Systeme. Wir haben also einmal hier CookTorrents, was wir eben hier jetzt schon eingesetzt haben. Wollen Sie anisotropische Effekte haben, wie zum Beispiel bei Bürstungen im Metall oder ähnliches, so steht auch noch Ward-Duer zur Verfügung. Das heißt, sobald wir das jetzt einsetzen, ich ziehe die Roughness nochmal ein bisschen nach oben, sodass wir hier also ein längeres Glanzlicht bekommen. Und vielleicht gehen wir auch noch ein Stück näher ran. So sehen wir jetzt schon, dass das Glanzlicht hier über die komplette Seite gezogen worden ist. Das ist eben dieser anisotropische Effekt, den wir hier einstellen können. Wir können also die Intensität davon einstellen. Sie sehen, wir schärfen damit das Glanzlicht oder machen es breiter. Wie gesagt, normalerweise kommt das von den Bürstungen, die auf einer Oberfläche zum Beispiel vorliegen. Und wir haben die Möglichkeit, das Ganze auch noch zu rotieren, je nachdem, also was Sie
damit eben abbilden wollen und wie rum zum Beispiel ihre Bürstung entsprechend dann liegen soll. Das Ganze ist natürlich dann mit entsprechenden Texturen auch wiederum befüllbar. Schalten wir zurück zu CookTorrents. Als nächstes haben wir hier unten nur noch die Möglichkeit, einen Fresnel einzustellen, denn normalerweise wollen wir natürlich im fotorealistischen Materialien mit Fresnel arbeiten. Das bedeutet sichtwinkelabhängige Reflexionen. Und um das letztlich umzusetzen, gibt es hier nun zwei Möglichkeiten. Zum einen können wir hier Fresnel einfach aktivieren. Und Sie sehen nun, dass wir hier einen Wert haben, Reflectance at Normal. Der steht am Anfang auf 0 und dementsprechend sehen wir jetzt keine Reflexion. Wenn wir diesen Wert jetzt aber natürlich hochsetzen, so werden wir also immer abhängiger nun vom Sichtwinkel und können jetzt also hier einstellen, wie viel Reflexion wir haben wollen. Und Sie sehen also sehr schön, je mehr wir auf die Seite hier unserer Dose schauen, desto mehr Reflection haben wir. Wenn wir hier auf die direkte Oberfläche schauen, desto weniger haben wir. Dieser Haken wird gleich noch insoweit interessant, als dass es die Möglichkeit gibt, hier unter Refraction einen IOR, also einen Index of Refraction, zu vergeben und dass dann der Fresnel-Wert diesen Index of Refraction auch verwenden kann. Hierzu brauchen wir jedoch noch ein kleines bisschen Geduld. Unter dem Specular-Anteil gibt es nun den Reflection-Anteil. Das heißt, das wäre also die klare gerichtete Spiegelung. Wir haben also hier wieder einen Weight-Anteil. Und das Schöne ist, dass man beides eben kombinieren kann. Das heißt, hier unten haben wir eine gerichtete Spiegelung. Darüber liegt aber dann jetzt unser Specular und beides ist getrennt voneinander einstellbar. Und das gibt Ihnen eben als Artist eine entsprechende Flexibilität, hier die Oberfläche sinnvoll einzustellen. Auch in der Reflection selbst gibt es hier unten wieder die Möglichkeit, den Fresnel einzustellen. Einmal eben über diesen Slider und wie gesagt auch mal wieder global unten über den IOR, auf den wir gleich noch eingehen werden. In meinem Fall nehme ich hier die Reflection einfach mal komplett raus und wir gehen in die Refractions. Das wäre eben der Bereich, bei dem wir durch die Objekte hindurchschauen. Das bedeutet, wir können jetzt hier mit der Weight erst einmal einstellen, wie transparent ein Objekt sein soll. Für Glas würde ich hier zum Beispiel auf 1 gehen. Dann würde man natürlich auch hingehen und die diffuse Reflexion entsprechend heruntersetzen. Das kann man eben über Weight oder über die Farbe machen. Damit haben wir jetzt also keine diffuse Reflexion mehr. Das, was wir jetzt darauf sehen, sind natürlich die Specs. Die können wir natürlich dann auch noch ein kleines bisschen anpassen. Und was uns jetzt natürlich noch fehlt, ist natürlich eine entsprechende Refraction. Und diese können wir hier über den IOR steuern. Also wenn wir hier zum Beispiel mal einen Wert von 1,5 eingeben für ein einfaches Glas, so sehen wir jetzt schon recht schön, dass hier Refractions entsprechend gerechnet werden. Nun habe ich Ihnen ja bereits versprochen, dass jetzt Spiegelungen und auch Speculars über diesen IOR arbeiten können und das kann man hier unten entsprechend einstellen. Wenn man also jetzt hier einfach anhakt, Fresnel uses IOR, dann werden Fresnels, die Sie hier definiert haben, per Haken, dann entsprechend über diesen IOR hier unten auch gerechnet. Dann kann man das also recht schön hier zentral machen. Sie sehen, dass wir nun auch wunderbar Refractions bekommen, aber Sie sehen gegebenenfalls auch, dass irgendwie diese Refractions nicht ganz sinnvoll aussehen. Je nachdem, wie ich also das Ganze jetzt hier drehe, so werden Sie feststellen, dass gewisse Bereiche hier uns einfach fehlen. Und das Thema müssen wir ein kleines bisschen noch verschieben. Es hat etwas mit der sogenannten Ray Depth zu tun. Das bedeutet, wir haben noch nicht eingestellt, wie weit nun Arnold durch solche Oberflächen rechnen soll. Das müssen wir uns also auch gleich noch separat anschauen. Eine weitere Sache, auf die ich noch hinweisen möchte, ist hier die Transmittance Color. Normalerweise ist das die Farbe, in denen sich ein Lichtstrahl aufgrund des Volumens immer mehr einfärbt. Das werden wir einfach mal setzen. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel hier ein grünes Glas hätten, würde eben der Lichtstrahl sich immer mehr in Richtung Grün einfärben. Und Sie sehen, das scheint auch gut zu funktionieren vom Prinzip her. Aber wenn wir uns das gleich jetzt mal etwas näher hier betrachten, so werden Sie feststellen, dass wir hier seltsamerweise auf dem Boden immer noch ganz normale dunkle Schatten bekommen. Was natürlich in diesem Fall ja überhaupt keinen Sinn ergibt, weil natürlich
diese Objekte jetzt transparent sind. Dies ist eine Besonderheit, die Sie innerhalb von Arnold immer beachten müssen. Arnold rechnet aus Performancegründen alle Objekte zuerst einmal als opake Objekte, also nicht transparent, auch wenn Sie hier Refractions oder Ähnliches einstellen. Das heißt, wenn Sie wirklich auch farbige Schatten benötigen, die durch diese Volumen hier gerechnet werden, so müssen Sie in die entsprechende Shape Note gehen, also hier zum Beispiel mal von meiner Dose, und hier in die Rubrik Arnold wechseln. Die werden wir später noch einmal sehen. Und in dieser Rubrik Arnold kann man eben einstellen, wie das Objekt am Renderprozess teilnimmt. Und hier gibt es eben diesen Haken Opaque. Das bedeutet, zurzeit wird also alles hier als opakes Objekt gerechnet. Nimmt man diesen Haken nun entsprechend raus, für diese Dose, so sieht man hier schon auf dem Boden plötzlich einen grünen Schatten. Jetzt ist diese Dose also wirklich transparent. Da sich diese Eigenschaft auf der Shape Note befindet, müssen wir das natürlich auch für die beiden anderen Dosen noch durchführen. Und damit haben wir dann eben auch das komplette Raytracing durch diese brechenden Objekte. Kehren wir zurück zum Materialsystem. Wir wählen uns also wieder zum Beispiel hier unser Material aus. Docken uns das auch wieder aus, damit wir es etwas besser sehen können. Und wenden uns der nächsten Rubrik zu, den sogenannten Bump Mapping. Natürlich ist es problemlos möglich, Bump Maps für Objekte zu vergeben. Das funktioniert genauso, wie Sie das auch aus anderen Materialsystemen innerhalb von Maya kennen. Sie fügen hier hinten einfach eine entsprechende File Note hinzu oder eben eine Textur, mit der Sie bumpen wollen. In meinem Fall, wie gesagt, eine File Note. Und in dieser File Note wird nun automatisch hier ein 2D-Bump erzeugt. Der Bump Value kommt jetzt natürlich aus unserer Textur, die wir laden werden. Und wenn ich jetzt hier also mal zum Beispiel in meine Source Images gehe und hier mir zum Beispiel eine Bump Map heraussuche, zum Beispiel Dose Tangents.Targa, so wird das nun entsprechend verlinkt. Jetzt müssen wir dem System nur noch mitteilen, das geht hier in der Bump2D-Note, was es für eine Bump-Map ist, also ob es zum Beispiel eine höhenbasierende Bump-Map ist oder in unserem Fall eine Tangent-Space-Bump-Map. Und dann können wir hier über die Bump-Depth entsprechend eben einstellen, dass das Ganze auch als Bump-Map nun gerechnet wird. Jetzt müssen wir natürlich schauen, an welcher Stelle nun das Ganze sitzt. Ich bin hier einfach in 3D-Code hingegangen und habe das Ganze einfach mal ein bisschen angekratzt. Und Sie können jetzt hier also auch schon ganz gut sehen, wie also diese Bump Map nun hier auch entsprechend ausgewertet wird. Kehren wir zurück zu unserem Material. Das nächste, was wir dann in unserem AI Standard Shader haben, ist die Möglichkeit, hier auch Subsurface Scattering zu definieren mit einem entsprechenden Radius und einem Gewicht. Das bedeutet, man kann hier eben wieder kombinieren. Möchte man Haut oder Ähnliches machen, hierfür gibt es eben einen eigenen Shader. So viel also zuerst einmal hier zum AI Standardmaterial.